Hallo, Guinness. Hier tut mal wieder Onkel Hotte sein, jawohl. Und Zavar tut er jetzt mal vorlesen, tun ein Geschichtelein aus seinem Buch Tarzan trifft die Knorr-Familie. Und es trägt den Titel Little Klöter Kong und der weiße Neger. Also denn. Es war einmal am gewesen sein, vor einer Zeit, einer langen, ein großer Dschungelwald. Der warte in einer gar wilden Wildnis drinne, irgendwo im Lande des Buschmanns. Genauer gesägt auf einer Insel drauf, wo nur lauter unzivilisierte Eingeborte herumlebten. Sie wöhnten in primitiven Reihenhaushütten, tanzten abends in extra eingerichteten Zappelanlagen bei Flackerlicht zu widerwärtigen Schalalalalong, Schalalalalek mich doch Rhythmen, häkelten aus Aberglauben heilige Klorollenhütchen, um den Gott des Durchfalls zu erfreuen, und schminkten sich ihre Gesichter voll, als ob sie noch niemals eine Avon-Beraterin von hinten gesehen hätten. Nun, auf dieser Insel drauf lebte außerdem ein seltensames, riesengroßes Getier mit Namen Klöter Kong. Ja, eigentlich war es ja nur eine Hamsterfrau und ging mir auch nur bis zum Knöchel, aber für eine Hamsterine war sie schon recht fett. Groß, meine ich. Nun, egal. Klöter jedenfalls war verknallt in einen Buschmann. Schnippel, den weißen Neger. Ja, er wurde so genannt, weil er in der Wirklichkeit drinne eigentlich ein Weißer war, der nur mal 3 Tage unfallsmäßig in einem anderen Solarium festgekeilt war, weil sich sein Goldkettchen im Gebläse verfangen hat. Auf dieser Insel war er ja überhaupt auch nur, weil ihn seine genervten Elternteile als Baby in einer Ford Capri-Radkappe auf dem Atlantischen Ozean ausgesetzt hatten, auf der er dann genau vor die Hüttentür von Onga Uk Kalamang und Ilse, einem wilden Automechanikerpaar, getrieben worden waren tat. Aber zurück zum Thema. Die Hamsterische Klöter Kong hatte sich nun mal in diese schmierige Gestalt reinverknallt. Und so beobachtete sie ihn schmachtend, sabbernd aus der Ferne, wenn er am Swimmingpool vom Club Rektal als Rettungsschwimmer arbeitete und fette Frauen rettete, deren Zeh im Abfluss hängen geblieben war oder so. Nun, da an jenem Planschebecken dort traf Schnippel eines Tages einen Ballattenproduzierer, der ihm sägte: Hör mal, Schnippel, alte Holzkohle, du hast einen Körper wie 1000 andere Solariumsrollbraten auch. Eine Fresse, die in jedes Teenie-Zimmer passt und du siehst, wie andere Leute scheißen. Aus dir mache ich einen Star raus, jawohl. Gesägt, tun getan. Und so räumte Schnippel all seine Goldkettchen und Bodylotions in einen Sack Ruck und nimmt das nächste Schiff nach New York. Klöter Kong, die unheimliche Hamsterbraut, hatte das mitbekommen. Flinker Hund packte auch sie ihre Backentaschen und folgte ihm unbemerkt als tauber Passagier. Von Itz und an folgte Klöter ihrem Schnippel überall hin und wurde mit der Zeit vor Eifer schon ganz süchtig über all die vielen hirnlosen und blusenvollen Groupies, die ihm an allen Extremitäten hingen. Und deshalb entschlusste sie sich, ihn ganz allein für sich zu entführen. Und zwar auf dem Empire State Building, wo Schnippel ein Musikvideo drehte und mit ein paar anderen Schwatten in Jogginganzügen um brennende Mülltonnen hüpfte. Wild entschlossen stampfte die kleine Klöter in den Fahrstuhl, fuhrte hoch bis in den letzten Stock und als die Tür sich öffnen tat, schritt sie vor und rief: Schnippel, mein Schnuppel, jetzt bist du mein.
Doch da machte es Wusch und Platsch, denn die Fahrstuhltür ging zu, weil Klöter zu klein für die Lichtschranke war. Ja, und traurig blubberte der Hamstermatsch den Fahrstuhlschacht herunter, während Schnippel sich gerade den Arsch an der brennenden Mülltonne versenkte. Ja, und eine Moral gibt's hierbei nicht. War halt nur eine von vielen tausend vergeigten Liebesgeschichten. Jawohl.